Hallo, wie geht's? This is Welsh, ASMR 82. Hey, how you doing? So, in this video, I'm going to be reading some facts in German. I'm going to use the Wikipedia articles. So you get to listen to me, a foreigner, trying German. I know lots of you find this really relaxing to listen to foreign people speaking German, and I've mixed it with one of my other most popular videos, which is maps. So we're going to look at a map of Germany today, and at random I'm going to choose cities. We're going to start with Bremen. And we look all over Germany. And I'll read facts about them. If I don't mention your city today, do leave me a comment and recommend it for next time. Okay, shall we get started? I'm very interested in Bremen, actually, because it's in this weird situation where it's Bremen here and Bremerhaven here. I hope you enjoy the video and find it very relaxing. Ich hoffe, dass dieses Video auf Deutsch, ASMR-Video auf Deutsch, sehr entspannend ist. Also, die Stadtgemeinde Bremen ist die Hauptstadt des Landes Freier Hansestadt Bremen. Ebenfalls Bremen. Die Stadt Bremen ist hinsichtlich der Bevölkerungszahl die 11. größte Stadt in Deutschland. Sie gehört zur europäischen Metropolregion Nordwest mit rund 2 Millionen Einwohnern. Eine von insgesamt 11 europäischen Metropolregionen in Deutschland. Das Stadtbremische Überseehafengebiet Bremerhaven ist eine Exklave der Stadt Bremen innerhalb von Bremerhaven. Bremen liegt zu beiden Seiten der Fässer. Wo ist das? Ah, hier. Fässer. Etwa 60 Flusskilometer von deren Mündung in die Nordsee. In Höhe der Bremer Altstadt geht die Mittelweser in die Unterweser über, die ab der Eisenbahnbrücke Bremen zur Seeschifffahrtsstraße ausgebaut ist. Die von der Ortum durchzogene Landschaft links der Unterweser wird als Wesermarsch bezeichnet. Die Landschaft rechts der Unterweser gehört zum Elbewässerdreieck. Die Lesum mit ihren Quellflüssen Wümer und Hammer, die Schönebecke und die Blumenthaler Aue bilden von hier aus die Zuflüsse der Weser. Das Stadtgebiet ist etwa 38 Kilometer lang und 60
bezogen auf die Fläche. Die 17. größte Stadt Deutschlands und bezogen auf die Einwohnerzahl nach Hamburg. Die zweitgrößte Stadt im Norden Deutschlands und die 11. größte in ganz Deutschland. Freie Stadt ist ein Oberzentrum Niedersachsens und Mittelpunkt des Osnabrücker Landes mit rund 1067 100.000 Einwohnern und 67.000 Einwohnern. Ist sie nach Hannover, Braunschweig und Oldenburg die viertgrößte Stadt Niedersachsens und ist damit auch die größte westfälische Stadt auf niedersächsischem Boden. Die circa 28.000 Studenten von Universität und Hochschule machen etwa 14% der Gesamtbevölkerung aus. Die Stadt entstand im Frühmittelalter um den Bischofssitz, der 780 gegründeten Bistums Osnabrück, der an einem Knotenpunkt alter Handelsstraßen lag. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit war Osnabrück Hansestadt. Genau, eine Prinzipalstadt des westfälischen Quartiers der Hanse. Bekannt wurde Osnabrück gemeinsam mit dem circa 50 Kilometer entfernten Münster. Hier. Auch als Ort der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens. Laut eigener Aussage gilt in Osnabrück noch heute im Rahmen des Friedensgedankens der Leitsatz Frieden als Aufgabe, dem Frieden verpflichtet, der das kulturelle und politische Leben in der Stadt bestimme. Ist Berlin.
möchte Chemnitz ein bisschen lernen. Chemnitz. Chemnitz ist eine kreisfreie Stadt im Südwesten des Freistaates Sachsen. Dessen drittgrößte Großstadt nach Leipzig und Dresden. Der namensgebende Fluss verläuft durch die am Nordrand des Erzgebirges im Erzgebirgsbecken liegende Stadt. Chemnitz ist Hauptsitz der Landesdirektion Sachsen und Teil der Metropolregion Mitteldeutschland. Am 28. Oktober 2020 wurde die Stadt als Kulturhauptstadt Europas 2025 ausgewählt. Die älteste urkundliche Erwähnung als Kamenitz von Sorbisch Kamienica Steinbach datiert aus dem Jahre 1143. Die Einwohnerzahl erreichte zu Beginn der 1930er Jahre mit über 300.000 Personen ihren historischen Höchstwert. Im Zweiten Weltkrieg wurde bei den Luftangriffen auf Chemnitz im Februar und März 1945 die Innenstadt zu 18% zerstört. Mit ihrer über 200-jährigen Industriegeschichte ist die Stadt ein Technologiestandort mit dem Branchenschwerpunkten Automobil- und Zulieferindustrie, Informationstechnologie sowie Maschinen- und Anlagenbau. Chemnitz ist Standort einer technischen Universität. In der Stadt im Erzgebirgsvorland befinden sich zahlreiche Freizeiten, Richtungen und Museen, darunter die Kunstsammlungen Chemnitz und das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz. Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. Die Stadt liegt an der Elbe. Hier. Und ist eines der drei Oberzentren des Landes.
39.000 Einwohnern, ist sie die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts und die fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer. Auf der Liste der Großstädte in Deutschland stand Magdeburg im Jahr 222 auf Platz 32. Die Stadt am Schnittpunkt von Elbe, Elbe, Havel und Mittellandkanal besitzt einen bedeutenden Binnenhafen und ist Industrie- sowie Handelszentrum. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Gesundheitswirtschaft, Umwelttechnologien, die Kreislaufwirtschaft, Logistik, die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Holzindustrie sowie die Informations- und Kommunikationstechnik. Magdeburg ist sowohl evangelischer als auch katholischer Bischofssitz. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Magdeburger Dom. Okay, let's go south. Nürnberg, Regensburg, Bayern, Ingolstadt, München und Augsburg. Augsburg im Dialekt Augsburg. Lateinisch Augusta Vindelicum. Ist eine kreisfreie Großstadt im Südwesten Bayerns und einer der drei bayerischen Metropolen. Sie ist Universitätsstadt und Sitz der Regierung des Bezirks Schwaben sowie des Landratsamtes, des die Stadt im Westen umgebenden Landkreises Augsburg. Die Stadt wurde 1909 zur Großstadt und ist mit rund 300.000 Einwohnern nach München und Nürnberg die drittgrößte Stadt Bayerns. Der Ballungsraum Augsburg steht bezüglich Bevölkerung und Wirtschaftskraft in Bayern ebenfalls an dritter Stelle und ist Teil der Planungsregion Augsburg. In der etwa 800.000 Menschen leben. Augsburg hatte im Jahr 2017 die zweitgeringste Rate aller Straftaten unter
den deutschen Großstädten über 200.000 Einwohnern. Der Name der Stadt, die zu den ältesten in Deutschland gehört, Augsburg, hat einen eigenen, auf das Stadtgebiet beschränkten gesetzlichen Feiertag, das Augsburger Hohe Friedenfest am 18. August. Damit ist Augsburg die Stadt mit der größten Anzahl gesetzlicher Feiertage in Deutschland. Ich mag Augsburg. Dieses ASMR-Video auf Deutsch sehr entspannend war. Don't forget to click like, subscribe if you're new to the channel. Hallo, willkommen. Give me some tips on my pronunciation. If I made lots of mistakes, particularly with numbers, we know on this channel I'm terrible at numbers. And don't forget to write a little comment telling me which cities to look at in the next video. Okay. Dankeschön. Thank you so much for your support. It means so much. I hope you're nice and relaxed. And I'll see you again really soon. Okay. Danke sehr. Good night, everyone. Good night. Bye 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 bye. Bis bald.